Jetzt hat gleich ihren allerersten Fernsehauftritt Mia Chiara Jäger aus Landau. Herzlich willkommen. Mia! Guten Morgen, Mia. Guten Morgen, Stefan. Guten Morgen. Sag mal, liebe Mia, wie jung bist du denn? 8 Jahre alt. 8 Jahre. Und heute bist du das erste Mal bei mir wieder sonntags? Ja. Ja, und singst auch das erste Mal. Hast du heute auch wieder Alexander Groß, der gerade dran war, Fernsehpremiere? Ja. Hast du schon mal im Fernsehen gesungen? Nein. Ja, logisch, wenn man noch nie war, ne, dann hat man auch heute Fernsehpremiere, genau. Und vor 8 Jahren hatte ich auch Premiere bei Immer wieder sonntags. Und da war ich sowas von aufgeregt. Wie ist es bei dir? Bist du auch aufgeregt? Ja. Ja, geht da das kleine Mausipumpi? Schon ein bisschen, ne? Ja. Sag mal, du bist ja wieder Hansi Hinterseer, eine ganz tolle Skiabfahrtläuferin. Ja. Ja? Und da hast du schon eine Goldmedaille mal gewonnen. Mhm. Wo war denn das? Bist du in Landau Ski gefahren? Nee, in Tottnauberg. Wo ist denn das? Im Schwarzwald. Ach so. Und da gibt's auch ganz viel Schnee? Ja. Also ich bin auch schon ganz schön gut beim Skifahren, aber Goldmedaille habe ich noch nie bekommen. Ist das dein einziges Hobby? Nee. Was hast du denn sonst noch für Hobbys? Reiten, Ballett, Querflöte und ich singe noch im Chor. Im Chor singst du auch noch? Ja. Aber ein Hobby hast du vergessen. Oma erschrecken. Ja. Machst du das gerne? Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Also pass mal auf, ich bin jetzt die Oma. Ich bin jetzt hier und dann machst du was? Bei meiner einen Oma, die hat so hinter dem Schrank, da ist ein Vorhang. Ah. Da stelle ich mich immer hin und dann mache ich Buh. Und dann erschrickt die immer ganz schnell zur Seite. Ja, das glaube ich, hä? Ja. Aber das darfst du nicht so oft machen, ne? Mm-mm. Einmal am Tag reicht. Ja. Ja, genau. So, was wirst du uns denn heute singen? Die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei. Oh, ist aber ein schönes Volkslied. Schau mal, liebe Mia, stelle ich schon mal hierher. Möchtest du so singen? Nee, so singen wir heute, ne? Wie immer, fühl dich schön wohl auf unserer Bühne. Genieß das Publikum. Schau mal. Die schauen alle zu, brauchst aber nicht nervös sein. Ich bin hier gleich um die Ecke, wenn irgendwas passiert, bin ich schon da. Begleitet wirst du vom Georg Eichhorn, Mia Chiara aus Landau. Die Gedanken sind frei. Chiara Jäger aus Landau. Boah, war das mal ein Applaus. Hast du das gehört? Ja, ich habe auch nicht angefeuert hinter der Bühne. Nein, das mache ich nicht. Das war allein dein Applaus. Mia, sag mal, außer Skifahren und Pferde und Chor, du kochst auch so gerne, habe ich gehört. Ja, bei meiner Oma in der Küche auch nicht. Ah, bei der Oma, die du immer so erschreckst? Nee, bei der anderen. Ah, bei der anderen Oma. Okay, gut, das denke ich mir. Und ich weiß, dass du dir einen Kochkurs für Kinder gewünscht hast. Ja. Den habe ich jetzt für dich dabei. Schau mal her. Ein Kochkurs für Kinder, für die Mia Chiara aus Landau. Bitte schön, liebe Mia. Ganz viel Spaß damit. Und mein nächster Gast,
der war auch ungefähr so jung wie du, als der das erste Mal auf der Bühne gestanden ist. Und der hat damals mit seiner Familie im Schwarzwald gesungen. Die Zeitungen haben damals geschrieben, dass die genauso gut sind und toll sind und erfolgreich sind wie die Kelly Family. Mittlerweile ist er schon größer geworden, ein stattlicher Mann, ein Sunny Boy.